No, but not. Was geht denn da ab? Aufwachen. Zeit zum Zocken. Willkommen zu einem weiteren random Steam Game. Heute spielen wir Bell Boomerang. Dieses Spiel habe ich ganz random mal auf itch.io gefunden und dachte mir, das Spiel sieht echt cool aus. Also ich habe mir das Spiel eigentlich nur gekauft, weil ich diese Grafik über alles liebe. Also die Grafik ist echt wunderschön in diesem Spiel und das war eigentlich so der einzige Kaufgrund. Es sah aus wie Super Mario, also so Gameplay wie Super Mario, aber halt mit einer viel schöneren Grafik. Und hier sind wir auch schon im Titelbildschirm nochmal. Bell Boomerang! Ich muss wirklich sagen, das sieht so schön aus alles. Ich spiele erstmal mit Tastatur. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Controller spielen soll oder nicht. Ich hoffe, der Sound passt, ob alles passt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Game. Ist ein bisschen wie Zelda. So Files mit so einem Fan-Character. Oh, wir können uns ein kleines Icon aussuchen. Ich möchte Geister. Der sieht süß aus. Okay, wir haben einmal Retro-Mode und Newcomer. Retro for experienced players. More aggressive enemies für Platforms 2 HP. Oder Newcomer. For newcomers to the game. Additional, oder to the genre steht da. Additional checkpoints, no knockback. Okay. Ich würde sagen, ich nehme experienced player, weil ich habe schon ganz viele Plattformer gespielt in meinem Leben. Deshalb, ich denke mal, dass das nicht, keine so schlechte Idee ist, wenn ich Retro nehme. Ich hoffe, das ist richtig so. Mal schauen. Sieht schön aus. Act 1 of Cherries and Trees. Vielleicht mache ich daraus auch ein Display. Mal schauen. Und wow, das sieht echt schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Bam. Das hat auch ein bisschen was so wie Kirby's Adventure, finde ich. Auch ein Spiel, das ich schon mal Let's Played habe. Okay, also ich kann einmal springen und ich kann einmal meinen Bumerang werfen. Mehr habe ich aber noch nicht drauf. Boah, ey, das Spidework. Musik ist auch ganz nett. Ich hoffe, das ist nicht zu laut oder zu leise. Kann ich das nicht einsammeln? Ist das im Hintergrund irgendwie? Hä? Jetzt haben die sich geändert. Ausrufezeichen. Aha. Okay, jetzt kann ich sie nehmen und werfen. Heya! Okay, interessant. Die Sounds sind auch lustig. Okay, haben wir einen Checkpoint. Schön. Schwinde bitte. Oh, der trifft mich da. Verdammt. Boah, ich muss manchmal ab und zu mal kurz Pause machen, um die Grafik zu genießen. Ich weiß, euch nervt es schon, dass ich innerhalb der ersten paar Minuten schon 20 Mal die Grafik erwähnt habe. Ich versuche es ein bisschen weniger zu machen. Könnte ich halt jedes Mal denken, wenn ich kurz nichts mache, was ich gerade denke. Und so, hier sind voll viele Igel. Wieso greifen wir Igel an? Igel sind nicht böse. Igel sind eigentlich voll nett. Böse. Haben sie Angst vor einem Menschen? Ah, oh, da bin ich gestorben. Wie viel, hab ich irgendwo One-Ups? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade geguckt, aber ich glaube, man hat keine One-Ups, oder? Aua. Ah, ein Gegner hat immer die Glocke, oder wie? Ah, und die kann ich nur so killen. Okay. Ich muss jetzt mal reinkommen ein bisschen. Weil natürlich hat jeder Plattformer so ein bisschen seine eigenen Regeln. Und sein eigenes Moveset und alles. Das muss ich ja noch lernen. Tschüss. Ich will dich auch noch killen. Tschüss. Und next screen. Come on. Also come on. Kann man da rein? Schaut mal hier unten. Ach, das sind... Oh, okay. Okay, ich dachte so, das wären so Türen, so Eingänge, alles. Man hat hier so ein großes Labyrinth oder so. Nee, gar nicht wahr. Was mache ich denn da unten? Okay. Sammelbare Gegenstände vielleicht. Ich versuche 100% zu machen, falls es das hier gibt. Nicht viel über dieses Spiel bekannt. Weil es, wie gesagt, ein sehr kleines Indie-Game ist. Sehr unbekanntes Indie-Game. Verdammt. Aber ich habe mir die Artworks angeschaut von dem Spiel, das sah auch schon sehr retrohaft aus. Also bestimmt seht ihr ein bisschen was in den Thumbnail. Das hat auch so eine
Retro-Look. Wie so ganz alte Spiele. Ich meine, so, das ist ja das Ziel des Spiels, dass es so aussehen soll. Ah, okay, den habe ich jetzt leider nicht wirklich erwischt. Ich kann meine Waffe wechseln? Ey, verschwinde mal, verschwinde mal! Seht ihr das da unten? Hier? Ich weiß gar nicht, was die Steuerung ist. Ah ja, steht's, Cherries! Ach so, das ist nur meine Fähigkeit, okay. Okay, wir wissen ja, dass wir Cherries aufsammeln können. Da muss ich irgendwie... Ja. Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Man hat aber anscheinend unendlich Leben. Das heißt, ich kann mir so viele Sachen erlauben, wie ich will. Achso, ich habe nur 2 HPs, also... Ne, 3 HPs, 2? I don't know. Ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen. Vielleicht. Wäre so eine Idee, die ich habe. Hat nicht geklappt. Nimm dich mal mit für Dena. Ah. Ah, die kann ich jetzt doch killen? Ach, nur wenn die rot sind, kann ich die killen. Na, ah, und hier ist eine Wand, verdammt. Tschüss. Aber ein Level ist echt lang. Ich würde mal schätzen, dass das Spiel so um die 2 Stunden geht, aber wissen tue ich es nicht. Und hey, ich habe so eine Bubble. Ist das ein extra Leben oder was macht die Bubble? Bestimmt beschützt sie mich irgendwie. Oder so. Und das war das Ende. Yeah, Sonic-Pose. Und mit einem schönen Lächeln gehen wir hier raus. 21 Bells. Ja, ich hoffe, das war doch gut. Und ich bin lieb. My tea is especially delicious today. Okay, der hat einen leckeren Tee. My sandwich isn't the greatest. Bäh. Next time I'll ask for no mayo. Zu viel Mayo auf der im Sandwich. Wo bin ich jetzt? If you get tired of playing a level, you can always pick it back up later. Your checkpoints will be saved. Okay, man kann immer wieder das Spiel aus- und anmachen. Bei den Checkpoints ist es abgespeichert, das Level. If you get confused on how to use a power-up, you can always check the pause-menu. Ja, immer Pause drücken, dann sieht man, wie das Power-up funktioniert, genau. I don't have anything helpful to say. I just love Grandpa Apple. Okay, hat nichts zu sagen. Er liebt nur diesen Ort hier, oder den Typen. In the ghostly maze, you must be patient. The spirits will show you the way. Ghostly maze? Pac-Man? Oder was geht jetzt ab? Grandpa Apple is so wise, he always knows what to say when life has me down. Also, Opa Apfel, so heißt er, wortwörtlich übersetzt, Opa Apfel, nennen wir einfach Grandpa Apple. Er ist so weise und er weiß immer, was zu sagen ist. We are missing some of the band, I guess I'll just have to sing a little harder. Seine Band fehlt. I'm cutting you off, you've already had 3 cups today, Belle. Ey, ich will aber noch ein 4. Mal trinken. Ach man. Kann halt nicht. Hallo? Miss Menzies knows where all the roses are. Collecting a rose counts as 4 bells. Okay, Miss Menzies weiß, wo alle Glocken sind. Wir müssen alle Glocken einsammeln. Your next rose is at the end of a fiery hallway. Deine nächste Rose ist auf irgendeinem Hallway, okay. Komische Atmosphäre hier drin, aber naja, gut. Ha? Huh? Backstage. Ah, schaut mal, man muss immer eine Rose sammeln, glaube ich, in dem Level. Hier ging es doch nicht. Ich glaube, hier sammeln wir später wieder hin zu der Backstage. Meinst du erstmal hier bei dem Haus weiter? Act 2, The Phantom's Library. Das ist. Oh, das ist richtig schön. Hier kriegst du richtig. Castle war, die Castle, so Ghosted Mansion. Mario Maker Vibes irgendwie. So Mario Bros. 3 Stil oder so. Aha, hier kommt Feuer raus aus den Candles von der. Von dem Kuchen. Muss ich aufpassen. Ja, da muss man schon aufpassen. Müssen sie nicht treffen lassen von denen. Okay, die ganzen Bells einsammeln. Ihr verschwindet bitte. Danke. Was, wenn ich zurückgehe? Geht nicht. Okay. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Und das ist böse. Uff. Okay, das war ein Checkpoint, oder wie? Ah, so muss man da durch. Okay, okay, okay. Hui! Hui! Hey! Hui! Hui! Oh,
Oh, der arme Kleine. Oh, den kann ich gleich besiegen. Aua. Hopp. Okay, funktioniert. Funktioniert auch, euch zu killen, ja. Komm, bounce. Bounce nach oben. Du auch, bounce nach oben. Hey. War aber nicht nett. Sondern das aber nicht geplant. Secret? Nö. Hätte ja sein können, wie bei Shovel Knight zum Beispiel, dass du so in der Wand einfach reinschlagen, dann kommst du in so ein Secret Room. Wer weiß, wer weiß. Ich probiere nur ein bisschen was aus, was ich denke, was sein könnte. Ja. Wie auch immer. Hallo, Geistlein. Feuerlein. Hallo? Komm auf. Was ist das denn? Hä? Was war denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Ich war einfach mal komplett weiß. Was war denn da los? Hat der das gemacht? Ich habe ein Power-Up. Statue. Press the attack button to inspirit a lifeless statue. Ach, deshalb konnte ich gerade nichts machen. Statue. Oh, lol. Jetzt bin ich die Statue. So ist das gemeint. Oh, wie cool ist das denn? Bam, bam, bam. Und hier kann ich mich dann wieder... Ja, da kann ich dann wieder raus. Oh, ist das cool. Ah, warte, warte, ich brauch dich, ich brauch dich, ich brauch dich. Bleib mal bitte hier stehen. Genau, dann komme ich da hoch an die Glocken. Genau, und jetzt bin ich wieder du. Oh, wie cool. Dass man einfach so einen Löwen spielen kann. Das finde ich cool. I like that, I like that. Au. Ich habe eine Bubble. Einfach so aus dem Nichts. Kein Bock zu warten. Die Rose. Warte, Moment, was? Der muss uns folgen, ne? Deshalb muss man hier hin. Komm mal her, mein Freund. Bisschen mehr. Genau, genau. Komm mal weiter, 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 weiter. Ja, bisschen mehr. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ups. Ups. Nein, meine Ability ist weg. Krieg ich die wieder, wenn ich den kill? I hope so. Habe ich die Rosen noch eingesammelt? Nein, die Rose bleibt nicht eingesammelt. Jetzt habe ich sie wieder. Komm. Komm her. Ich muss aufpassen, dass ich nicht von den Flammen sterbe. Okay. Der Sprung hier ist schwierig. Na, das was? Genau, da ist die Statue. Jetzt ist sie auch mal gespawnt. Nehme ich das mit. Jump hier ein bisschen drüber. Da ist noch ein Bildschirm. Genau, er zählt noch. Er ist noch nicht unloaded. Man kennt das ja aus alten Spielen. Wenn was nicht im Bildschirm ist, existiert es nicht. Dann ist einfach weg. Hier zum Glück nicht. Oder zumindest jetzt in diesem Moment nicht. Ah ja. Ich dachte mir schon, war das jetzt falsch? Nee, war richtig. Und jetzt bin ich der Löwe. War da hinten noch was? Hab's nicht gesehen. Nee, da war nichts mehr. Okay. Boing, boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Hä? Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Bang. Ich mach euch alle Platz, auch euch. Nein! Ich werde rausgemoved, wenn ich mich treffen lasse. Okay, dann muss ich aufpassen, dass ich die kille. Stimmt, wenn ich die kill, krieg ich auch Belts. Und die will ich ja haben, meine ich. Ich denke, das ist das Ziel des Spiels, ganz viel sammeln. Hui, hui, hui. Krieg ich vielleicht noch ein Checkpoint-Spiel? Ich habe Angst zu sterben. Vor allem, was ist das hier? Ein Buchkreis? Ah, meine Haare haben sie ein bisschen berührt, aber zum Glück ist da nichts passiert. Oh Gott. Nein! Ach, come on, Spiel! Genau das habe ich gemeint. Genau davon habe ich nämlich gesprochen. Ach, come on. Ach, wo hat mich da getroffen? Nirgends. Das ist ja nicht im Bildschirm. Das ist... Bis gleich. Versuchen wir es erneut. Okay. Das ist die Stelle, die ich nicht mag. Hä? How? Okay, diesmal habe ich eine Bubble. Ich weiß nicht, ob die hilfreicher ist. Ich glaube aber, die gibt mir ein extra Leben, weil hier habe ich anscheinend im Retro-Mode nur 2 HP. Also 2 Treffer habe ich down. Statt 3 wie in anderen. Oh, ja, das ist auf jeden Fall ein extra Leben gewesen. Mist. Dein Ernst? Dein Scheiß Ernst? Ich habe das Gefühl, ich übe gerade für einen Speedrun. So oft, wie ich das hier perfekt hintereinander mache.
Jetzt passt auf, jetzt mache ich es wieder falsch. Weil ich so viel gelabert habe. Na, okay, noch nicht. Ich damage booste einfach. Ich habe keine Ahnung, wie man hier durch soll. Keine Ahnung. Okay, Wolf, wo lang? Hier lang? Nein? Wolf, wo sollen wir lang? Oder Löwe, besser gesagt. Warum sage ich Wolf? Ist ein Löwe. Löwe. Kann man hier irgendwo stehen? Kann der mir was kaputt machen? Kann ich mit dem irgendwie an höher gelegene Orte? Nee, da sterbe ich nur. Hm? Die Zähne ändert sich immer. Zähne 13? Zähne 14? Zähne 15? Also komme ich weiter oder nicht? Ich glaube, ich muss irgendwas mit dem machen. Irgendwo an einem bestimmten Ort stampfen und dann passiert was, aber... Sieht nicht. Ich traue mich auch nicht, jetzt da runter zu springen, weil ich hätte noch keinen Checkpoint. Aber was falsch gemacht habe ich jetzt noch nicht, oder? Oder? Hier lang? Also doch drüber. Hä? Aha, man kann noch Herzen bekommen. Okay, also wenn ich erstmal abwarte, kommen hier Geister, die sagen nach rechts. Ne? Muss ich immer warten und die sagen mir dann, welche Tür? Kommt jetzt zum Beispiel gleich links? Aha, immer warten, da kommt was. Hä? Also hier lang. Dann warten. Ich denke mal, das ist so richtig. Hier ist die Flamme. Jetzt sind hier Plattformen oben. Bin ich da gerade gestorben? Aber ich bin wieder hier gespawnt. Vielleicht bin ich denn einfach den falschen Weg gegangen. Vielleicht waren das Wege. Ach nee, warte, das sind die, das ist das Ziel, ne? Okay, der Weg ist auch immer anders, sehe ich gerade. Okay. Ja, diese hängenden Dinge, das ist immer das Ziel. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Ja, ja, jetzt muss ich gleich warten und dann sagt mir das Spiel, ja, da ist das Richtige. Ich sehe noch keinen Unterschied. Jetzt sehe ich's. Ja! Boah, das Level hat mir echt nicht gefallen. Also grafisch war es echt schön, aber gegen Ende hin so nervig, 20 Mal das Gleiche zu machen. Also das... Ich weiß nicht, was wie das sieht. Es war trotzdem nicht schlecht, das Level, aber das war schon nervig. Okay, die sagen alle das Gleiche, immer noch. Nichts Neues hier. Nee, ist alles das Gleiche. Ach, schaut mal. Der hat jetzt ein weiteres Bandmitglied. Didn't you used to write some music of your own, Belle? Whatever happened to that? You had such a pretty voice. Wir waren mal Musikerin? Okay. Huh. I thought about ordering a pastry or something, but ghosts don't really eat. Okay. Ja, warum schießen da? Aha. Hallo. Okay. Der will nicht mit mir reden. Hallo? I can't wait. I get to go on a picnic later today. I'll drop by tomorrow, Belle, and I will save you a treat. Ihr geht auf ein Date? Oder auf ein Picknick oder so? Und wir sollen morgen vorbeischauen, dann gibt er uns was. Das ist ja schön. Alright. Wir haben die Rose, wir haben die Rose. Ich weiß nicht, ob hier die Folge zu Ende ist. Obwohl, ich würde sagen, wir hören ja mal auf mit der ersten Folge. Für den ersten Eindruck. Erster Eindruck, muss ich sagen, ist auf jeden Fall ganz nice. Ich mag den Artstyle. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich mag den Artstyle. Ich mag, dass das Spiel so retrohaftig ist. Das zweite Act war gegen Ende hin nicht so toll, aber der Rest des Spiels war bisher echt unterhaltsam.